Herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo. Dankeschön. Immer wieder, Dankeschön, treffen wir im Laufe des Lebens auf Widerstände. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Viele lehnen sich auf, danke, kämpfen für die Gerechtigkeit, andere zögern und ringen, zum Beispiel mit den Konventionen in ihrer eigenen Familie. Gegen alle Widerstände, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und wir begrüßen sehr herzlich David Behre. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Sie haben 2007 bei einem schweren Unfall beide Unterschenkel verloren. Doch statt sich von diesem dramatischen Ereignis aus der Bahn werfen zu lassen, haben sie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Wir begrüßen im Nachtcafé den Paralympicsieger David Behre. Sie, Gudrun Dürr, hatten ein gutes Leben in Deutschland, doch nach einem Urlaub in Kenia haben sie eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Sie wanderten dorthin aus, um ihr Leben in den Dienst der Straßenkinder zu stellen. Mit welchen Widerständen sie dabei auch in der eigenen Familie zu kämpfen hatten, das erfahren wir heute von Gudrun Dürr. Herzlich willkommen. Heinz Schmitz, Sie wurden als junger Mann aufgrund Ihrer Homosexualität nach § 175 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Dies und auch die gesellschaftlichen Umstände zwangen Sie fortan zu einem jahrzehntelangen Versteckspiel. Doch irgendwann fanden Sie den Mut, Ihr wahres Leben zu leben. Herzlich willkommen im Nachtcafé, Heinz Schmitz. Pioniere haben es nie leicht, das sagen Sie, Christine Meyer-Lumetzberger, über Ihren Kampf für die Gleichberechtigung der Frau in öffentlichen Ämtern der katholischen Kirche. Auch Sanktionen wie die Exkommunikation konnten Sie nicht aufhalten. Ob es Chancen auf Erfolg gibt, das erzählt uns heute die weltweit erste geweihte Bischöfin Christine Meyer-Lumetzberger. Herzlich willkommen. Ihre Mutter Reinigungskraft, Ihr Vater Hausmeister und Sie, Andreas Neubauer, Doktor der Physik. Ihr Weg durch die deutsche Bildungslandschaft war stets von Widerständen erschwert. Ohne Unterstützung und gegen den Willen des eigenen Elternhauses haben Sie ihn dennoch mit Bravour gemeistert. Herzlich willkommen, Andreas Neubauer im Nachtcafé. Und wir begrüßen als Expertin in unserer Runde die Entwicklungspsychologin Professor Dr. Judith Glück. Warum überwinden manche Menschen Widerstände leichter als andere? Wie wichtig sind Widerstände für unsere Persönlichkeit? Und wie können wir erfolgreich mit ihnen umgehen, ohne an ihnen zu zerbrechen? Antworten dazu von Professor Dr. Judith Glück. Herzlich willkommen. Herr Behre. Sie haben an einem Tag beide Unterschenkel verloren und Sie mussten danach gegen Widerstände kämpfen, haben sich aber davon nicht von Ihrem Weg abbringen lassen. Waren Sie schon immer eine Kämpfernatur oder mussten Sie das lernen? Sind Sie das erst geworden? Das bin ich wirklich erst geworden nach dem Unfall. Irgendwie instinktiv ist ein Schalter umgelegt worden in meinem Kopf und es hat sich so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität eingestellt. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, ich will mein Leben selbst bestimmen und selbst bestimmen, wo es hingeht. Herr Schmitz, Sie haben jahrzehntelang sich und Ihre Homosexualität versteckt. Darüber werden wir noch ganz in Ruhe reden. Kommt Ihnen so manchmal der Gedanke, habe ich genug gekämpft dafür, dass ich so leben kann, wie ich bin? Nein, leider nicht. Ich war viel zu feige, um dagegen mich aufzulehnen, gegen die Widerstände und habe mich einfach gefügt. Ich habe nicht gekämpft. Ich kämpfe heute. Frau Glück, was würden Sie sagen? Gibt es Menschen, die im Leben zu viel und andere, die zu wenig kämpfen? Ganz sicher. Es gibt sicher Menschen, die zu viel kämpfen, die auch dort kämpfen, wo es ihnen nicht gut tut und niemandem gut tut. Es gibt Menschen, die zu wenig kämpfen, die einfach zu schnell, zu leicht aufgeben. Und da eben so die richtige Balance zu finden, zu wissen, wofür es sich eben auch zu kämpfen lohnt, was einem selbst auch wichtig genug ist, um dafür zu kämpfen, das ist wahrscheinlich das Wichtige. Frau Dürr, Sie leben heute
In Kenia, auch gegen alle Widerstände, haben Sie sich dieses Leben erkämpft. Würden Sie sagen, dass man an Widerständen auch wachsen kann? Ja, natürlich. Also bei mir war es so, je mehr Widerstände zu mir kamen, desto mehr habe ich gelernt, desto mehr habe ich gekämpft und immer weitergemacht und war auch sicher, dass es klappen wird. Frau Meyer-Lumitzberger, wenn wir schon über Widerstände reden, wurden Sie als Kind angelernt zu widersprechen sozusagen oder wurde das eher nicht so gern gesehen? Na, eigentlich in unserer Familie war das so, dass man nicht widerspricht. Also, dass man weder frech ist noch widerspricht, sondern dass eigentlich tun sollte, was die Mutter, der Lehrer, die Lehrerinnen, die Schwestern in der Schule, die Vorgesetzten so tun. Mhm. Also der Gehorsam war schon ein hoher Wert in meiner Jugend. Trotzdem kämpfen Sie heute, auch wenn der Gehorsam so ein großer Wert für Sie war, für das Recht der Frauen, Priesterinnen zu werden. Aber wir wissen auch, die Antwort der Väter, der Kirchenväter, ist seit Jahrzehnten dazu die gleiche. Jesus habe nur Männer zu seinen Aposteln benannt. Und auch beim Abendmahl keine Frauen. Männer und Frauen sind aus Sicht der Kirche zwar gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Der Mann gibt, die Frau empfängt. Und da Priester die Stellvertreter des Mannes Jesu sind, wie sollte ihn da eine Frau repräsentieren? 1994 erklärte Papst Johannes Paul II. Kraft seines Amtes, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Und heute? Gibt es Hoffnung für die Frauen auf ein Priesteramt durch den Reformpapst Franziskus? Eher nicht. Denn auch er bezog sich auf die endgültige Antwort Johannes Paul II. Und erklärte, diese Tür ist zu. Ja, seit Jahrhunderten dieses Bild, diese Tür ist zu. Warum kämpfen Sie trotzdem? Na, jede geschlossene Türe kann man auch wieder aufmachen, auch wenn sie noch so oft zugeschlagen wird. Man muss da einfach eher positiv in die Zukunft schauen und sagen, was brauchen die Menschen, was braucht auch die Kirche und was brauchen die Frauen? Aber wenn Ihnen ein Papst nach dem anderen die Tür vor der Nase immer wieder zuschlägt, ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Na, ich denke, man muss seine Kräfte vernünftig einsetzen und auch nicht immer nur mit dem Kopf gegen die Wand rennen, sondern meine Überlegung oder unsere Überlegung war auch, wir zeigen und wir machen die gute Arbeit, die die Menschen brauchen, sonst würden sie uns ja nicht ansprechen und dann hätten wir ja auch nichts zu tun. Und wir sind glaubwürdig und wir warten einfach so lange, bis die Tür aufgeht. Ich glaube an diese Wunder. Was ist denn für Sie das zentrale Argument, dass die Tür aufgehen soll? Ich glaube, die glaubwürdige Arbeit, die die Priesterinnen leisten. Die Menschen haben, es gibt ja die Hälfte ich spreche jetzt zu den Katholiken, die Hälfte der 1 Milliarde Katholiken sind 500 Millionen Frauen. Und diese 500 Millionen Frauen hat vielleicht ein großes Bedürfnis, dass sie ihre Probleme nicht mit Männern besprechen. Nichts gegen die Männer, aber... Nichts gegen die Männer. Grundsätzlich nicht. Aber es gibt einfach auch Bereiche, die man als Frau mit einem Mann nicht bespricht. Andererseits denke ich, dass wir auch in der Familienseelsorge, aber auch mit Männern, Bereiche als Priesterinnen oder auch Bischöfinnen, Diakoninnen, abdecken ist kein gutes Wort, aber dass wir in diesen Bereichen dienen können und die Menschen da froh sind, wenn eine Frau das macht. Nur damit wir verstehen, warum Sie auch so andauernd gegen diese Widerstände kämpfen. Sie haben sich ja schon als Kind in der katholischen Kirche wohlgefühlt. Was gibt Ihnen denn der Glaube? Was gibt Ihnen denn die Kirche? Na, ich glaube, so wie Musikalität gibt es auch dieses Religionsgen oder die Begabung für Glaube und Religion. Das haben nicht alle Menschen. Ich habe sie zum Beispiel nicht für die Mathematik. Mhm. Man muss den Bereich der Religion, der Spiritualität auch mögen. Man muss dazu eine Neigung, eine Begabung haben. Es gibt Menschen, die spielen, die greifen ein Instrument an und sie können es, es klingt. Bei mir ist das immer beim Versuch geblieben. Und in der Religion habe ich da mehr Begabung und es hat mir immer Freude gemacht, die,
die Liturgie, dieses Suchen nach Gott, das hat mich ja auch in den Orden geführt. Dann die Arbeit in der Gemeinde mit den Menschen, sie zu begleiten auf dem Weg ihrer Gottsuche und einfach auch die Begabung zu haben, das zu können. Sie kämpfen, Ausbildung. Sie kämpfen ja schon seit den 90er Jahren für das Recht der Frauenpriesterin zu werden. Was ist denn Ihre Vision? Auf der einen Seite haben Sie gesagt, wir gehören einfach dahin, weil wir sind Ansprechpartnerinnen. Es ist einfach natürlich, wenn wir es machen. Ist Ihre Vision auch, dass es mal eine weibliche Päpstin gibt zum Beispiel? Ich denke, ich will sie nicht ausschließen. Das ist aber nicht mein erstes Ziel. Wir haben ja auch nicht in erster Linie diese Karriere, sondern eher die Begabung, das Können und das Bedürfnis der Menschen vor Augen, das wir ausfüllen können. Und ich glaube, in letzter Konsequenz will ich es nicht ausschließen, aber dass Frauen in alle Ämter kommen, dass sie auch von den Kirchenmännern als glaubwürdige und gute Partnerinnen akzeptiert sind. Und ich traue diesen Männern eigentlich auch diesen Lernprozess zu. Was sagen die Männer hier? Nach ihrer Auffassung sind Sie ja 2002 auf der Donau zur Priesterin geweiht worden, ein Jahr später, 2003, dann zur Bischöfin. Ich sage nach Ihrer Auffassung, weil die katholische Kirche das nicht anerkennt. Im Gegenteil, sie hat Sie exkommuniziert. Ist das so ein vornehmes Wort für rausgeschmissen? Na, die Exkommunikation an sich ist ja nicht ein Rausschmiss, sondern das ist sowas wie, das ist eine Beugestrafe. Würde ich erklären, dass also meine ganzen Weihen unglaubwürdig oder nicht echt wären, dann hätten die kein Problem, mich da wieder... Aber Sie dürften keine Sakramente spenden jetzt, noch keine empfangen derzeit, keine kirchlichen Ämter. Ja. Also es ist nicht endgültig, aber vorerst Rausschmiss. Ich denke, ich muss ja auch nicht immer fragen. Ich denke, ich muss sich ständig um Erlaubnis bitten. Es gibt ja auch die... Sie machen das einfach, ja? Ne? Genau. Wir sehen jetzt gleich auch Fotos. Ja? Sie feiern ja Hochzeiten, Beerdigungen, Trauung. Aber wenn ich mich jetzt bei Ihnen trauen lasse, ist dann die Hochzeit überhaupt von der Kirche anerkannt? Nun, wenn Sie mit Ihrer Partnerin oder mit Ihrer Frau vor Gott ein Versprechen geben, dann ist das hier eine Sache, die zwischen Ihnen, Ihrer Partnerin und Gott passiert. Es geht bei der Ehe um, wenn es um das Eingeschriebenwerden in die kirchlichen Bücher geht. Ich mache das zusammen manchmal mit einem Kollegen, weil jemand das unbedingt will. In den meisten Fällen ist das nicht gewünscht. Bei einer Taufe ist das was anderes. Die kriegen ein gültiges Papier von mir, einen gültigen Taufschein. Und die anderen Sakramente sind nicht unbedingt in Büchern zu führen. Aber Sie treffen trotzdem ja auch auf Ablehnung, auf Widerstand. Das Erzbistum München hat zum Beispiel zu der Priesterweihe 2002 wörtlich gesagt, das ist zwar ein dubioses Sektenspektakel. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe? Jede Kritik, die an mich herangetragen wird, natürlich sind viele Leute oder manche dagegen, aber wenn ich mich immer von dem ablenken lasse oder immer darauf reagiere, dass irgendeiner sagt, das darfst du nicht, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Es ist ja auch so, uns geht es jetzt gar nicht so um den theologischen Aspekt, sondern um den Widerstand und warum Sie dagegen angehen. Wenn ich das jetzt mal mit Beziehung vergleiche, Sie wollen da die Beziehung, Sie wollen Priesterin werden. Wenn Sie eine Beziehung führen und Sie gehen dahin und der Partner sagt Ihnen, ich möchte Sie aber nicht. Und Sie klopfen da an die Tür und er sagt, ich will Sie aber immer noch nicht. Ja, gehen Sie einfach. Laufen Sie denn immer wieder dahin oder sagen Sie dann irgendwann, mir ist zu blöd, jetzt höre ich aber auf damit? Also ich habe das anders gemacht. Ich habe gesagt, ich koche dir was Gutes. Probier's noch mal. Also, wenn man gegen Widerstände angehen will, wie wichtig kann es da sein, Vorbilder zu kennen? Vorbilder können natürlich sehr wichtig sein. Je mehr Vorbilder vorhanden sind, desto geringer sind dann wahrscheinlich auch schon die Widerstände. Aber es kann ungeheuer wichtig sein, sich orientieren zu können, zu wissen, man ist nicht ganz allein in diesem Kampf. Ich meine, hinter Ihnen steht, wie Sie sagen, die Hälfte der katholischen Welt.
Von daher sind Sie sicher nicht allein, aber Sie sind dann ja doch die Einzige und da ist es sicher ein großer Vorteil. Ist es denn so, dass die Hälfte wirklich hinter Ihnen steht? Die Frauen in der Kirche, sind die da so solidarisch? Das war schon schwierig, die Frauen zu überzeugen. Mhm. Es sind eher die Männer überzeugt gewesen, dass das ein guter Weg ist. Und das hat mir schon sehr viel geholfen, denn man muss immer achten, dass man nicht abgleitet in den Fanatismus oder in die Resignation. Haben Sie jemals ans Aufgeben gedacht? Ja, wer nicht? Mhm. Natürlich manchmal. Warum tue ich mir das an? Mhm. Aber, und was war Ihre Antwort? Mein Mann hat immer gesagt, du gibst vielen Menschen Hoffnung. Und das hat mich dann schon sehr ermutigt. Sie, nach Ihrer Auffassung gibt es ja weltweit 250 Priesterinnen und Bischöfinnen. Ja? 6 in Deutschland, noch ein paar weniger in Österreich. Ist das nicht trotzdem ein ziemlich einsamer Kampf? Ich glaube, man muss schon sehr gut in den eigenen Schuhen stehen. Man muss einen Hintergrund haben, der einem unterstützt. Also mein Mann, meine Familie hat mich sehr gut unterstützt. Es haben sich dann auch viele Freunde gefunden, die gesagt haben, geh weiter. Man muss sich schon mit Menschen umgeben, die einem weiterführen. Also, und man muss das Negative nicht zu groß werden lassen. Wie viel Humor brauchen Sie für so einen Kampf? Unendlich. Man muss immer lachen können. Man muss immer lachen können. Welche Qualitäten braucht man, um Widerstand zu leisten, um für etwas zu kämpfen? Also eine Qualität, glaube ich, die man jetzt auch wirklich gesehen hat, ist auch so Ihr Vertrauen in Ihr eigenes Können. Sie wissen, Sie können das. Sie fragen sich nicht selber, ob denn nicht vielleicht die katholische Kirche recht hat, sondern Sie wissen, Sie können das. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und entscheidend ist das, was wir intrinsische Motivation nennen. Nicht? Sie wollen das von sich aus. Also es ist niemand anderer, der Sie da in irgendeiner Form leitet, also schon leitet, im guten Sinne unterstützt, aber es ist Ihr Wille und Ihr Entschluss und eben, denke ich, schon auch wichtig für Sie, dass Sie eben für andere kämpfen. Herr Behre, Sie haben an einem dramatischen Tag, ich habe es schon mal erwähnt, Ihre beiden Unterschenkel verloren. Sie hatten Abi gemacht, hatten das Abi in der Tasche, hatten eine Ausbildung angefangen, dann kam der 8. September 2007. Wenn Sie den Tag noch mal zurückholen. Ja, ich war zu den frühen Morgenstunden unterwegs mit dem Fahrrad, wollte über einen Bahnübergang fahren, die Schranken waren geöffnet. Ich bin gerade rübergefahren, da kam dann ein Zug vom ersten Gleis von rechts. Ich habe den nicht kommen sehen und auch nicht gehört. Und die Schranken waren auf, da geht man davon aus, dass man auch sicher fahren kann. Ich hing am Zug, ja, mit dem Fahrrad irgendwie, habe die Kraft verloren, bin abgerutscht. Und nach 100 Metern ist dann der rechte Fuß und das Lockrad gekommen. 20 Meter weiter wohl dann auch der linke. Ich habe es irgendwie geschafft in ein Dorngebüsch und lag dann da 3 Stunden mit abgetrennten Füßen. 3 Stunden? 3 Stunden. Waren Sie da bewusstlos? Ich war bewusstlos, war in so einer Art Schockzustand. Ich habe vorbeifahrende Züge noch gehört, konnte aber nicht reagieren und habe da auch keine Erinnerung dran. Und als Sie dann aufgewacht sind? Ich bin wach geworden und wollte aufstehen. Es war total surreal und habe an mir runtergeguckt und habe gesehen, dass die Füße fehlen. Und der Gedanke, alleine an dem Bahndamm elendig zu verrecken, ohne die Eltern noch mal zu sehen, ohne sich zu verabschieden, hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich diesen Bahndamm hochgerobbt bin und ich habe Häuser gesehen und habe um Hilfe gerufen. Und da kam dann Gott sei Dank auch eine Frau, Frau Mehlern, zu mir geeilt, hat die Erstversorgung gemacht und ich habe ihr noch gesagt, sie soll bitte die Füße suchen und die in Eis packen. Ich konnte ganz klar denken, durch die ganzen Arzt- und Medizinsendungen habe ich gedacht, irgendwie gibt es da vielleicht noch die Möglichkeit, dass man das dran nähen kann. Hatten Sie keine Schmerzen? Also Sie reden, das hört sich alles so an, als ob Sie klar bei Bewusstsein dann waren? Ich war ganz klar. Ich glaube, der Körper hat so viel Adrenalin ausgestoßen, dass ich komplett alles andere verdrängt habe. Ich habe überhaupt gar keine Schmerzen verspürt zu dem Moment. Und wie ging es dann weiter? Sie sind ins Krankenhaus gekommen, sicherlich. Genau. Wann war klar, was jetzt die Konsequenz von all dem ist? Was haben die Ärzte gesagt? Ich war im künstlichen Koma. Ich wurde notoperiert ein paar Stunden und wurde dann wach. Und da, ich wusste ja schon, dass die Beine nicht mehr zu retten sind. Ja? Und bin da wach geworden, bin einen Tag später schon auf die normale Station gekommen. Weil die Vitalkräfte oder Vitalfunktionen einfach sehr, sehr gut waren. Ich wollte leben. Ich habe dann ein paar Tage später eine Reportage gesehen über Oskar Pistorius. Gleiche Behinderung, mit Carbonprothesen ist er ganz, ganz schnell gelaufen. Und in diesem Rennen war zu sehen, dass er nicht gehandicapte Sportler schlägt über 200 Meter. Er hat gewonnen gegen die.
Und das hat mich so inspiriert, dass ich ab diesem Moment gesagt habe, boah. Im Krankenhaus? Im Krankenhaus, 5 Tage nach dem Unfall. Das will ich auch. Ich will auch so schnell laufen wie der. Und Sport war damals schon, ich bin Motocross gefahren sehr, sehr lange, war damals schon mein Leben. Und da hat sich eine Tür geöffnet auch für mich. Ja? Und ich wollte die einfach die Chance ergreifen und habe gesagt, ich will auch so Prothesen haben. Guck mal, ich kann laufen. Man setzt sich ja als junger Mensch nicht damit auseinander. Okay, wenn man nichts hat, es gibt Prothesen, die Technik ist da sehr, sehr weit. Macht ja keiner von uns. Also Sie waren nach 5 Tagen schon wieder so, dass Sie sich ein Ziel gesetzt haben. Kamen denn Ihre Eltern da zum Beispiel mit? Kamen Ihre Freunde damit? Oder waren die da in dem Moment noch fertiger als Sie? Die waren, ich glaube, für die Eltern und für die Freunde ist die Situation schlimmer noch, weil die wissen nicht, wie ich das verkrafte. Mhm. Aber die Eltern und die Freunde waren eine ganz, ganz, ganz große Stütze im Krankenhaus. Ich wurde 21 im Krankenhaus, ein paar Tage auch nach dem Unfall. Und da waren 80 Freunde von mir mit Familie in der Cafeteria und wir haben meinen Geburtstag gefeiert. Wahnsinn. Und da habe ich einfach gemerkt und gefühlt, hey, du hast gar nicht die Chance, in irgendein Loch zu fallen. Es gibt so viele Leute, die dich unterstützen. Und ich glaube, dass wenn man diese Unterstützung nicht hat, dann kommt man nicht so schnell aus diesem Loch raus. Und ich habe eine Sache, glaube ich, gemacht. Viele halten sich in so Situationen nach einem Schicksalsschlag mit der Frage, warum, viel zu lange auf. Warum ist mir das passiert? Das haben Sie sich gar nicht gefragt? Gar nicht. Ich hab's so hingenommen und gesagt, es ändert nichts mehr an der Situation. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich kann nur das Beste aus meinem Leben machen. Wie wichtig ist denn so ein Netzwerk? Weil Sie ja auch gesagt haben, 80 Leute in der Cafeteria. Wie wichtig ist so ein Netzwerk in solchen Krisensituationen? Ganz wichtig, natürlich. Also Netzwerke sind generell zentral, wenn es um die Überwindung von Traumata geht. Es gibt ja auch Traumata, über die man nicht spricht oder nicht sprechen kann. Sowas wie zum Beispiel ein Selbstmord in der Familie ist oft etwas, wo Familien verstummen, gar nicht drüber reden können. Das macht es dann noch mal schwieriger. Es ist oft wirklich, wenn die Familie wirklich dahinter stehen kann, jemand stützen kann, ist das ganz, ganz wichtig. Ja. Also es gab bei Ihnen keine Frage nach dem Warum. Ist Ihnen denn die Frage nach dem Schuldigen durch den Kopf gegangen? Ich sag mal, es gab auch Tiefpunkte. Es ist so, das wäre nicht normal, würde ich sagen, nee, ich habe alles so verpackt. Es gab zum Beispiel eine Situation, da bin ich mit dem Rollstuhl, meine Physiotherapeutin hat mich rumgefahren, hat mir all das gezeigt, was in Zukunft auf mich zukommt. Und ich war nach einer Stunde so platt, bin aufs Zimmer gekommen, meine Mutter stand im Zimmer und ich bin heulend zusammengebrochen, habe es mit letzter Kraft ins Bett geschafft und meinte zu ihr, ich will mein altes Leben zurückhaben, ich schaffe das alles nicht, das ist zu viel. Da kam Regine wieder rein, meine Physiotherapeutin, und meinte, alleine schaffst du das nicht. Wir sind hier alle da, um dir zu helfen. Du musst nur wollen, vom Kopf her. Ja? Mhm. Und ich wollte kämpfen. Ich wollte mir mein Leben zurückkämpfen. Und wie war das dann, als Sie zum ersten Mal da mit einer Prothese... Das habe ich mir deutlich einfacher vorgestellt. Ich stand nach 6 Wochen das erste Mal in so einem Gehbaren in den Schäften, in den Prothesen. Und nach 5 Minuten musste ich die ausziehen. Die Beine oder der Stumpf, den ich noch habe, der ist blau angelaufen, weil er die Kräfteverhältnisse überhaupt gar nicht abkonnte. Und da gab es dann 2 Möglichkeiten für mich. Entweder die erste ist, du lässt das langsam angehen, setz dich erstmal in den Rollstuhl und guckst, lässt das alles auf dich zukommen. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte mich da durchkämpfen und habe diese Schmerzen dann auch in Kauf genommen die erste Zeit. Und ich hatte die ersten 2 Jahre bestimmt große oder sehr, sehr große Schmerzen. Negative Dinge verdrängt man ja immer, deshalb sind die Schmerzen nicht mehr allgegenwärtig gerade im Kopf. Aber das war schon die Hölle, die ersten Jahre. Und Sie haben ja auch gesagt, es gab diese Tiefpunkte. Gab es denn die auch mal für eine längere Zeit? Ich kann mir vorstellen, es gibt auch Leute, die, wenn sie das erleben, auch vielleicht in eine Depression fallen können. Also hatten Sie auch mal über einen längeren Zeitraum einfach so das Gefühl, Mensch, lohnt dieser Aufwand, lohnt es alles? Hatte ich Gott sei Dank nie. Ich habe mir im Krankenhaus gesagt oder habe das Ziel definiert, ich will zu den Paralympics. Ich will in London dabei sein, 5 Jahre später. 2012, genau. Da will ich hin, das ist mein Weg. Ich will gegen diesen Pistorius laufen. Ich will neben dem auf der Strecke stehen. Das war mein Ziel und dieses Ziel habe ich immer verfolgt. Auch Tag für Tag. Tag für Tag, auch sehr brutal über die Schmerzen rübergegangen. Ich habe um mich herum sehr, sehr viel vergessen, weil ich mir das selbst beweisen wollte, dass es geht. Und aber auch mein Umfeld, ja,
das für mich da war, dass ich wollte was zurückgeben und sagen, hey Leute, ihr habt nicht umsonst auf mich gebaut. Ja? Ein weiterer Schritt waren ja, Sie haben auch mitgebracht, ja, die Sprintprothesen. Mhm. Wie war da die erste Begegnung? Was können wir uns darunter jetzt genau vorstellen? Auch da, ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich bin über diesen Schmerzpunkt rübergegangen. Ich sollte diese Prothese das erste Mal 10 Minuten anhaben. Nach 1,5 Stunden habe ich die dann ausgezogen. Und da wusste ich, warum ich die nur 10 Minuten anhaben sollte. Unten ist ein bisschen was aufgegangen. Der Schaft war voller Blut. Aber dieses Gefühl, Fahrtwind wieder zu spüren, ja, schneller laufen zu können, der hat mich so überflügelt und bewältigt. Und auch da ist wieder Adrenalin in meinen Körper geschossen, dass ich die nicht ausziehen wollte. Mhm. Und hat Ihnen da zum Beispiel Ihre Jugend geholfen, dass Sie weniger... dass Sie einfach ja ein junger Mensch sind und sagen, jetzt und jetzt Racing. Racing ist ganz gut. Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass viele durch Blutungsstörungen irgendwie amputiert oder ein Gliedmaß amputiert bekommen. Und die haben oftmals ihr Leben schon gelebt und wollen da nicht mehr die Kraft investieren. Ich sage das mal so, ich brauche ungefähr die dreifache Kraft für einen ganz normalen Schritt. Und diese Kraft muss man erstmal investieren. Mhm. Und da ich 20 war, habe ich mein ganzes Leben noch vor mir gehabt und habe gesagt, so, du willst ein Leben ohne Einschränkungen. Und das geht nur, wenn du klarkommst und wenn du erstmal mehr Kraft investierst. Wenn du reinbeißt. Wenn du reinbeißt, richtig, das war echt ein Beißen. Mhm. Wie war das denn? Man muss dazu sagen, Sie haben es geschafft. Sie haben an den Paralympics 2012 in London teilgenommen. Ja. Wenn das so ein Antrieb war, ich glaube, das können wir uns alle irgendwie gar nicht vorstellen. Erklären Sie uns das mal hier, wie das dann ist, da wirklich in das Stadion reinzugehen und dann wirklich da zu sein. Ich muss dazu sagen, ich habe mich im Vorfeld verletzt. Ich bin nicht zur absoluten Topform nach London geflogen. Aber als ich das erste Mal ins Stadion gekommen bin, das Stadion war in London, jede Session ausverkauft, komplett 80.000. Ich habe mich da gefühlt wie so ein moderner Gladiator. Die Leute rufen deinen Namen. Und da habe ich so eine gewisse Entschädigung gehabt, ja, und gesagt, boah, guck mal, was du erreicht hast, trotz diesem miserablen Unfall. Und da habe ich das erste Mal gesagt, vielleicht sollte das alles so passieren. Sie sind als Sportler erfolgreich. Dort in London haben Sie schon zum Beispiel mit der Staffel eine Medaille geholt. Und 4 Jahre später bei den Paralympics 2016 in Rio dann sogar Gold mit der Staffel. Sehr guter Wechsel auf David Beere. Der wird jetzt natürlich und naturgemäß immer schneller. Hoffentlich klappt auch der zweite Wechsel. Ja, ein bisschen aufgelaufen, aber auch bei den Amerikanern sah es ein bisschen unrund aus. Da haben Sie Gold geholt. Ist es das Größte, was man erreichen kann als Sportler? Ja, einmal Paralympicsieger, immer Paralympicsieger und mit den 3 anderen Jungs Gold zu bekommen, 9 Jahre nach dem Unfall, das ist Genugtuung und da ist das ganze Leben nochmal an mir, lässt man so an sich oder Revue passieren, es geht an einem vorbei und da sagt man, man hat einfach alles richtig gemacht. Das ist das Größte in Sport, was ein Sportler erreichen kann, ja, die Paralympics zu gewinnen. Gratulation von uns dazu. Vielen Dank. Herr Neubauer, Sie sind Doktor der Physik und hatten auch keine leichten Startbedingungen. Da kommen wir noch drauf. Aber muss man sich manchmal so ganz große Ziele setzen, um die kleinen Etappen dazwischen auch zu erreichen? Das hatte ich mich gerade gefragt und bei mir hätte das nicht funktioniert. Bei mir ist es genau andersrum. Bei mir kam das alles eben so Schritt für Schritt. Also ich wollte dann erst mal Abitur machen, dann studieren und dann ist mit der Promotion kam erst später. Zum damaligen Zeitpunkt, als ich den Entschluss gefasst hatte, mein Leben mehr oder weniger freiwillig aufzugeben und dann nochmal die Schulbank zu drücken, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich Doktor der Physik werde. Also Sie haben sich immer so Stück für Stück mehr zugetraut. Wenn Sie jetzt das nochmal sehen, Sie haben das ja schon angedeutet, dass Ihr Leben jetzt so für Sie auch auf eine sinnvolle Bahn gekommen ist. Aber wenn Sie noch mal denken an diesen 8. September, vermissen Sie manchmal auch Ihr altes Leben? Nein. Also ich muss das ganz klar verneinen. Ich hatte damals schon ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, aber das ist noch mal deutlich mehr geworden nach dem Unfall. Es gab so viele Leute, die damals, als ich gesagt habe, ich will diese Schiene Sport wählen,
und ich gebe die Aufbildung, ich gehe nicht mehr zurück zu der Ausbildung. Da gab es viele Leute, die sind herangetreten, aber meine Eltern haben gesagt, wie kann Also da gab es schon diese Widerstände, ja, die Leute, natürlich, die in die Grenzen gesetzt haben. Genau, die haben meine Eltern gesagt, wie könnt ihr das zulassen, dass er jetzt wirklich diese Ausbildung, diese Basis einfach wegschmeißt und sich irgendwie ein Luftschloss aufbaut, das klappt ja sowieso alles nicht. Also als Mutter würde sagen, um Gottes Willen, das will der in den Sport und hat keine solide Ausbildung. Was ist, wenn das nicht klappt? Wie verdient sich der seine Brötchen? Also da verstehe ich die Eltern ein bisschen schon. Ja, verstehen Sie auch, dass da so ein angebliches Vernunftswiderstand da ist? Ich denke schon, auch Ihre Geschichte ist die Ausnahmegeschichte. Ja. Nicht? Also es gibt viele andere wahrscheinlich auch, die Ähnliches nicht geschafft haben. Nicht? Also ihre Kraft, sowohl ihre körperliche Kraft als auch ihre seelische Kraft ist wahrscheinlich die Ausnahme. Und als Eltern, ich habe auch Kinder, würde man da wahrscheinlich schon denken, und so ganz ohne Netz und so weiter. Aber es hat einfach bei Ihnen alles gut zusammen. Was würden Sie denen denn mitgeben, die in ähnlichen Situationen sind, auch wenn jeder unterschiedlich ist? Ja, also ich habe gerade ja schon mal gesagt, irgendwie nicht an das Warum ist mir das passiert, weil diese Frage führt einfach zu gar nichts. Und das Leben ist einfach so wertvoll und man soll sich das erkämpfen und man ist für sein Glück selbst verantwortlich. Ja? Man sagt ja so leicht, wir alle können ja an Krisen auch wachsen, auch daran, dass wir aus Widerständen lernen und so weiter. Aber woran orientiert sich das, ob wir an Krisen wachsen oder zerbrechen? Das kann ja auch passieren. Absolut. Und vor allem hat das auch seinen Zeitfaktor. Also es gibt viele, viele Menschen, die in vielen Arten von Krisen zumindest für eine gewisse Zeit sozusagen zerbrechen. Oder wie Sie schon angesprochen haben, in die Depression fallen. Auch über das Warum nachgrübeln. Gibt ja auch Situationen, wo es Sinn macht, über das Warum nachzugrübeln, weil man sie vielleicht mit verursacht hat. Und da kann man auch was letztlich lernen draußen, sich daran weiterentwickeln. Aber eben die spannende Frage ist, wie kommen Menschen da wieder raus? Und es gibt mittlerweile eben viel Forschung dazu, die zeigt, die meisten Menschen kommen da raus. Viele kommen stärker raus, als sie in die Krise gegangen sind. Oft findet man dann eben erst das, was für einen selber wirklich richtig ist, entdeckt die eigene Stärke, entdeckt auch die Wichtigkeit anderer Menschen. Also es gibt viele Möglichkeiten zu wachsen. Da hat ja auch dieses Wort Resilienzkultur in den letzten Jahren. Was heißt das? Erklären Sie uns mal, was heißt das? Also Resilienz ist Kultur, aber auch Hype. Aber was es heißt auch ganz viel Verschiedenes, wenn man sich mal so wirklich die Fachdefinitionen anschaut. Aber letztlich geht es eben genau darum, aus einer Krise raus, zumindest wieder sozusagen in einen so guten Zustand wie vorher zu kommen oder eben vielleicht sogar darüber hinaus zu wachsen. Und das kann Menschen gelingen, eben durch die Auseinandersetzung mit der Krise, mit dem, was da passiert ist und durch das Entdecken der eigenen Kräfte, die man oft vorher gar nicht so gespürt hat. Und oft auch eben neue Wege, drauf zu kommen, was einem vielleicht vorher wichtig war, wo man dann merkt, eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Frau Dürr, Sie leben heute in Kenia. Gegen alle Widerstände, muss man ja wirklich auch sagen. Wenn Sie das noch mal beschreiben würden, wie sah Ihr Leben denn vorher in Deutschland aus? Ganz normal. Ganz normal. Ja. Was heißt denn, was ist ein normales Leben? Okay, ich habe einen kaufmännischen Beruf erlernt und dann habe ich sehr früh geheiratet, habe Kinder bekommen. Und in dieser Zeit habe ich mir immer wieder selbst gesagt, ich möchte später was Soziales machen. Weil dieses Kaufmännische ist okay für einen Beruf oder man muss ja irgendwas verdienen. Aber es war nicht mein Herzenswunsch. Und ich habe immer gesagt, wenn ich 40 bin, und genau mit 40 habe ich meinen Herzenswunsch zu meiner Berufung. Ich lebe meine Berufung jetzt. Und der große Wendepunkt war ein Urlaub in Kenia. Wir haben da auch Fotos. Das sieht ja erstmal ganz normal aus am Strand, in der Erholung. Was hat denn da jetzt den Wendepunkt ausgelöst? 1996 wurde ich zu einem Kenia-Urlaub gezwungen. Gezwungen? Sage ich jetzt mal so, weil wir wollten mal einen größeren Urlaub machen. Also ich meine, vorher waren wir immer mit Wohnmobil unterwegs oder beim Zelten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Fernreise. Und ich durfte mir was aussuchen und das war für mich Venezuela. Und dann kam eben mein Mann heim und hat Kenia gebucht. So. Ja, annähernd den Wunsch. So, da konnte ich jetzt nicht mehr zurück. Das war schon gebucht. Und somit gingen wir dann nach Kenia.
Und es war schon so, als ich in Kenia ankam, habe ich sofort gemerkt, das ist mein Land. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wie zu Hause. Und habe dann entschlossen einfach, okay, mein soziales Projekt wird in Kenia sein. Sie wollten dort ja dann auch ein Kinderdorf aufbauen. Ja. Selbst wenn Ihre Familie das so mitkriegt, aber wie haben die so auf Ihre ersten Gedanken reagiert, als Sie gedacht haben, ich möchte hier in Kenia was bewegen und ein Kinderdorf? Die haben alle gut reagiert, weil sie mich kennen und wissen, ich habe es ernst gemeint. Wo ich schon den ersten Widerstand spürte, war eigentlich von Freunden und Bekannten, als ich da so mein Vorhaben da so erzählte. Was haben die gesagt? Ich irgendwie, nicht wirklich viel, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich werde schon etwas nicht so ernst genommen und irgendwie belächelt. Und da habe ich gedacht, so, trotzdem, ich werde es machen. Jetzt erst recht sozusagen, gegen alle Widerstände. Ja. Und Sie haben dann ja auch einen Verein gegründet. Sie haben in Kenia ein Grundstück gekauft, wo Sie dann das Kinderdorf auch bauen wollten. Das heißt, Sie sind ja wirklich, wenn man so will, steil gegangen. Sie hatten aber gleichzeitig Familie, haben ein drittes Kind bekommen, haben ja versucht, das alles aus Deutschland zu steuern. Sie haben dann aber auch irgendwann ja gemerkt, nachdem Sie das Grundstück hatten, nachdem Sie das alles gemanagt haben, so geht das nicht weiter. Und Sie haben dann eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Und welche war das? Das war 1999. Da habe ich mir. Sie haben die Jahreszeiten aber sehr gut im Klopf. Ja, ja, also von da ab, ja. Und da habe ich eben gesagt, jetzt gehe ich für 3 Monate, muss ich jetzt nach Kenia. Mhm. Ich habe mir einfach das Ziel gesetzt für 3 Monate. Und habe meine 2 jüngeren Kinder mitgenommen. Meine Tochter, die war damals 10, der Kleine war 2. Und da habe ich meine Tochter von der Schule befreit. Und so sind wir für 3 Monate nach Kenia auf unser Grundstück. Es war eigentlich nur eine kleine Hütte dort. Eine kleine Küche, aber nicht wirklich eine Küche. Auf dem Boden haben wir gekocht und so weiter. Und natürlich kein Strom, kein Auto, also wirklich ganz einfach. Und das wollte ich eben sehen, wie es ist, wie es mir geht dabei, wenn ich da so lebe, ohne jeglichen Komfort. Und ich wollte natürlich auch sehen, wie kann ich jetzt mein Kinderheim, wie kann ich jetzt einfach anfangen. Ja, und als ich dort war, habe ich mich sofort bin zum Jugendamt gegangen. Ich habe geschaut, was ich machen kann. Ich brauchte immer einen Übersetzer, weil das ist der andere Widerstand, den ich hatte. Ich konnte überhaupt kein Englisch. Und in Kenia hauptsächlich wird Englisch gesprochen, natürlich auch Swahili. Aber die Hauptsprache ist Englisch und da musste ich einfach mit Gesten und irgendwie mich verständigen, aber es ging. Und so habe ich in diesen 3 Monaten einfach den Entschluss gefasst, ich bleibe und gehe nicht mehr zurück. Das ist ja mein Entschluss. Ja. Also von den Gästen hier im Nachtcafé bekommen Sie spontan Applaus. Wie laut hat denn Ihre Familie geklatscht? Okay, es war schon vielleicht ein kleiner Kampf. Nicht wirklich ein Kampf, aber ich musste es erklären, warum und weshalb. Und es wurde, aber die Entscheidung war schon getroffen von Ihnen? So von mir war die Entscheidung getroffen, aber ich musste jetzt das meiner Familie erklären. Und meinen 2 jüngeren Kindern, der Kleine war 2, das war klar, der bleibt bei mir, der in Kenia. Und zu meiner Tochter habe ich dann gesagt, du kannst dich entscheiden, du gehst wieder nach Deutschland in die Schule oder du bleibst hier bei mir in Kenia. Und sie hat sich dann auch spontan für Kenia entschlossen. Und wo ich dann noch ein kleines Problem habe, war mit meinem älteren Sohn. Der hat zu mir gesagt, Mama, wenn du in Kenia bleibst, dann spreche ich mit dir kein Wort mehr. Und das hat sich aber dann schnell. Das wird jetzt aber spannend, weil Ihr Sohn ist ja da. Das heißt, erstmal herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. Marcel, herzlich willkommen.
Also, Ihre Mutter hatte diese Entscheidung schon getroffen, ist dann zu Ihnen gekommen. Wie war denn für Sie die Situation? Ich glaube, Sie waren 17. Ich war damals 17, ja. Das war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Die ersten 3 Monate waren natürlich sehr schön, auch für mich einmal. Mal so ein bisschen das Partyleben so mit 17 so genießen, ohne dass man am Samstag aufstehen muss. Und jetzt geh mal in den Garten, mach mal das, mach mal hier was. Aber letztendlich dann, wo die 3 Monate so rum waren, also so ein bisschen Weihnachten noch näher gerückt oder so, wo dann letztendlich der Anruf kam aus Kenia, ich bleibe jetzt in Afrika. Ach, am Telefon war das? Das war per Telefon. Okay, ich war ja schon in Kenia unten und hat dann letztendlich unten ihren Entschluss gefasst, dort zu bleiben, war ich sprachlos. Ja. Da habe ich gedacht, okay, was passiert jetzt? Bin ich im falschen Film? Und habe dann echt, ich war eigentlich richtig sauer, kann man wirklich so sagen. Und habe gesagt, nee, das machst du nicht. Habe es dann auch wieder mal probiert, zum Überreden. Nee, komm heim, was soll das? Und habe dann auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, um das alles zu realisieren, bis das alles bei mir auch gefestigt war. Haben Sie sich denn zurückgelassen gefühlt einfach auch in dem Moment? Ein Stück weit natürlich, ganz klar. Über mittelständische Ausbildung im 2. Lehrjahr. War mehr oder weniger dann fast auf mich allein gestellt. Kam da denn auch so ein Satz, sind dir denn die anderen Kinder wichtiger als ich oder sowas? Kam sowas? Nee, das habe ich nie gehört. Das kam nicht, nee, aber war auch ein Schock für mich, dass natürlich auch oftmals auch die, vielleicht rückwirkend auch gesehen, die Entscheidung auch für einen Pascal getroffen wird, meinen jüngsten Bruder, den, wo ich jetzt eigentlich, ich spreche mit ihm in Deutsch und kriege in Englisch eine Antwort. Also ist schon irgendwo ein bisschen komisch bei uns, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt das ganze Rückblick oder was alles passiert ist mit so vielen Höhen und Tiefen dort unten in einem afrikanischen Entwicklungsland, wenn ich daran zurückdenke, kann ich es eigentlich heute noch nicht fassen, wo wir jetzt stehen. Darf ich was sagen? Natürlich. Wie haben Sie das finanziert? Ich meine, das ist ja, ja auch Afrika kostet. Das ist Leben auch ein Widerstand und es war ein großes Problem. Wir haben das einfach, weil es mein Herzenswunsch war, haben wir gesagt, wir machen es so weit, was wir privat finanzieren können. Und also haben eben Ersparnisse oder Ihr Gatten bezahlt? Was, mein Mann hat ja noch gearbeitet und wir haben gesagt, so weit können wir das machen, wie wir uns das selber leisten können. Und darum habe ich gedacht, ich nehme so 4 bis 5 Kinder auf. So war mein Plan. Das kann ich mir noch leisten und da kann ich eben meine Ersparnisse oder was auch immer ich habe, ich kann teilen mit diesen Kindern. Mhm. Und das Grundstück haben wir natürlich auch privat gekauft. Ich meine, wir hatten zwar einen Verein gegründet damals, aber da waren noch keine Sponsoren oder so gut wie keine. Also vielleicht ein paar Freunde oder meine Familie. Aber wir hatten eigentlich keine Sponsoren am Anfang. Und es ging auch lange so, bis die ersten Kinder dann kamen. Sie, Marcel, haben gesagt, es ist unglaublich, wo wir heute stehen. Sie haben in der Tat viel bewegt. Es gibt ein Kinderdorf, es gibt ein Krankenhaus, es gibt eine Schule jetzt dort. Wie viele Kinder sind im Kinderdorf? Im Kinderdorf haben wir jetzt 47 Kinder, also die ständig dort leben. Und wir haben noch 4 Kinder, die schon erwachsen sind, aber immer noch unter unserer Obhut. Die leben nicht im Kinderdorf, aber Nähe. Und in der Schule, wir haben noch eine Schule und da kommen dann auch die Kinder vom Dorf. Und da haben wir so circa 180 Schüler zusammen mit unseren Kindern. Erstmal Respekt dafür, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Nachdem Sie da jetzt einfach mal so geradeaus gegangen sind, so würde ich das jetzt mal nennen. Würden Sie übrigens sagen, die ist ganz schön hart drauf? Ja. Oder können Sie das nachvollziehen? Naja. Wie sehr wurden Sie von der Familie dabei dann unterstützt, dann doch? Ja, also von der Familie ganz voll unterstützt. Also jeder hat mitgemacht. Okay, manchmal hatte ich schon ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, weil ich habe sie da praktisch reingeschubst. Die konnten ja gar nicht anders. Aber wenn ich es jetzt so sehe, es ist auch ihr Leben geworden. Vor allem meine beiden Jüngeren wohnen ja auch in Kenia. Und sogar jetzt meine Tochter, die ist wieder zurückgekommen. Die hatte ihre Ausbildung in Deutschland gemacht und kam jetzt wieder zurück, um uns zu helfen. Und ich hoffe, sie wird mal meine Nachfolgerin.
Und sie hat das natürlich auch im Blut. Also sie ist damit aufgewachsen. Und ich hatte keine großen Probleme mit der Familie. Ihr Mann ist ja auch nachgekommen noch nach Kenia. Er steht auch hinter diesem Projekt mit Leib und Seele. Aber sie haben sich vor mittlerweile 5 Jahren getrennt. Hatte das was mit dieser auch räumlichen Trennung zu tun, mit der Entwicklung, die Sie genommen haben? Sicherlich auch. Mhm. Wir haben uns auseinandergelebt. Und ich war ja auch die ersten Jahre allein in Kenia mit den beiden Kindern und musste mich da allein durchbeißen. Natürlich bekam ich die finanzielle Unterstützung. Und nicht nur finanziell, sondern er hat ja auch unsere ganzen Häuser dort gebaut. Also als, das ist sein Hobby. Und hat uns sehr geholfen und steht auch mit Leib und Seele voll hinter dem Projekt. Das ist ganz klar. Das ist auch inzwischen, denke ich, sein Leben geworden. Aber wir haben uns einfach getrennt und machen trotzdem in unserem Projekt gemeinsam weiter. Ist erstmal ein gutes Zeichen, dass das auch funktioniert. Marcel. Welche Rolle, nachdem Sie ja nun am Anfang alles andere als begeistert waren, spielt das Projekt heute für Sie auch in Ihrem Leben? Also nach meiner eigenen Familie kommt gleich eigentlich das Projekt, kann man so sagen. Denn es war ja auch anfangs jede freie Minute, wo man vom Arbeiten heimkommen ist. Man hat sich dem Projekt gewidmet, man hat geschaut, Sponsoren zum Gewinnen etc. Das ein bisschen ans Leben zum Bringen. Und das war eigentlich... Das war nicht für mich Arbeit, das hat mir Spaß gemacht. Das macht mir heute noch Spaß, wenn man irgendwo wieder Leute findet, die aus Selbststand von Kenia zurückkommen, mit denen Kontakt knüpft, die das Projekt besucht haben und sagen, Mensch, toll, was habt ihr aufgebaut? Das beflügelt auch einen irgendwo und sagt, Mensch, toll, da kann man weitermachen. Sie haben die Familie angesprochen. Man muss dazu sagen, Sie haben mittlerweile 2 Enkelkinder. Auch Sie haben was dazu beigetragen, nicht nur, aber auch Ihre Frau. Vermissen Sie das nicht doch manchmal, dann die Nähe zu der Familie, auch mal in Deutschland zu sein, da ein bisschen die Enkelkinder also, aufwachsen zu sehen? Hat auch einen Preis, das, was Sie das machen? Ja, also das vermisse ich schon sehr. Und ich bin froh, wenn Sie zumindest einmal im Jahr nach Kenia kommen, weil ich nicht so oft nach Deutschland komme. Man denkt oft dran und es tut mir auch manchmal sehr weh, wenn ich dran denke und zu Hause sitze und dennoch ist in meiner, ich habe in meiner Arbeit so viele Aufgaben, dass es ein bisschen überspielt. Was sind die bewegenden Momente, die Sie in Ihrer Arbeit erleben, in Ihrem Leben heute? Man sieht ja die Kinder aufwachsen, also die kommen ja oft als Babys zu uns und dann sehe ich die, bis die junge Erwachsene werden. Und das gibt mir einfach ganz viel. Sie haben auch einen speziellen Namen, glaube ich, den... Ja. Ja, wie nennen die Sie? Mama Gudrun. Mama Gudrun. Ja. Und würden Sie sagen, dass Sie jetzt das gefunden haben, was Sie damals in Deutschland vermisst haben? Ja, auf jeden Fall. Also jeden Tag sage ich immer wieder Danke, dass ich das machen durfte. Danke, dass ich in Kenia bin. Ein wunderschönes Land für mich immer noch. Und dass ich einfach die Kinder aufwachsen sehen darf und einfach sehe, wie sie sich entwickeln, was sie tun, wenn sie vielleicht mit Problemen zu mir kommen und mich einfach akzeptieren als Mama, obwohl ich nicht ihre leibliche Mutter bin. Und das einfach alles so zu erleben, das kann man eigentlich auch gar nicht beschreiben. Sie haben das gut gemacht. Ich glaube, wir können das ansatzweise nachvollziehen. Wenn man so große Ziele hat und sie auch sehr geradlinig verfolgt, hat das manchmal oder relativ häufig dann doch einen Preis auch auf der anderen Seite, den man zahlt? Das hat natürlich einen Preis. Das hat ganz sicher einen Preis, haben Sie ja auch geschildert. Aber ich denke eben, der kann ganz stark in den Hintergrund treten. Was ich jetzt so schön gefunden habe, ist einfach auch das, was Sie Ihren Kindern, Ihren eigenen Kindern mitgegeben haben durch das, was Sie getan haben. Nicht? Also das den Kindern vorzuleben, dass man solche Ziele haben kann, die dann auch erreichen kann, dass man so viel für andere Menschen tun kann, das ist ja unglaublich viel wert, denke ich. Nicht? Und letztlich auch die Kinder in ihrem Kinderheim wahrscheinlich werden auch das mitnehmen als Lehre fürs Leben. Nicht? Und da denke ich, die Preise, die man dann zahlt, sind dann wahrscheinlich vergleichsweise nicht so wichtig. Ne? Herr Neubauer, Sie sind Doktor der Physik. Obwohl es viel Widerstand gab, auch in Ihrem Elternhaus, muss man dazu sagen. Sie arbeiten an der Universität und
Sie sind als jemand, der aus einem nicht akademischen Elternhaus kommt, dort immer noch in der klaren Minderheit. Auch das muss man dazu sagen. Insofern sprechen Sie auch für Menschen hier. Wenn Sie jetzt nochmal zurückgucken, damit man Sie auch kennenlernt. Sie haben in der Grundschule angefangen, sind dann auf die Realschule gegangen. Waren Sie ein guter Schüler? Also bei mir war es ja so, es gab nicht einen direkten Übergang von der Grund- zur Realschule. Ich musste dann noch 2 Jahre Hauptschule machen. Mhm. Und das war damals schon ein bisschen frustrierend. Also ich war da von den Noten her schon gut, aber ein großer Störenfried. Also Warum? Keine Motivation oder was? Nö, also die Motivation war schon da. Also, mhm. Ich hatte mich halt einfach gelangweilt, auch wenn es jetzt ein bisschen banal klingt. Mhm. Konnte dann auf die Realschule wechseln. Und bei mir in der Familie war es leider so, dass Bildung einfach als etwas angesehen wurde, was staatlich vorgeschrieben ist und was dann die Relevanz verliert, wenn man ins Berufsleben eintritt. Es war dann wirklich das Motto, okay, das machst du halt jetzt und wenn du dann arbeitest, später brauchst du es sowieso nicht mehr. Und wenn man das natürlich immer wieder hört, dann sinkt natürlich auch die Motivation, sich für seine schulische Karriere zu interessieren. Also Gymnasium oder so war auch gar kein Thema groß. Ne? Also Gymnasium ist in Bayern sowieso sehr stark hängt noch von der Entscheidung des Lehrers ab. Mhm. Und ist natürlich auch im Elternhaus, war das bei uns nie ein Thema. Es war wirklich so der Klassiker, dass aufs Gymnasium gehen eben die Arztsöhne oder die Arzttöchter. Und das machen wir nicht, sowas. Mhm. Es hat sich dann auch wirklich wieder gespiegelt in der Empfehlung von den Lehrern. Und auch ganz ehrlich, wir wurden schon auch als Kinder gefragt, was wir machen wollten. Aber man kann einen 10-Jährigen nicht fragen, wie sich seine Zukunft vorstellt. Das ist einfach ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber so wie Sie das beschreiben in Ihrer Familie, so, das machen die Arztsöhne, Gymnasium, das ist nichts für uns, das machen wir nicht. Was war denn für Sie vorgesehen? Für mich war vorgesehen, die Realschule zu absolvieren und dann eine Berufsausbildung zu machen. Wobei es da einfach vollkommen offen war. Hauptsache irgendeine Ausbildung, irgendwo zu gut Deutsch, wo du halt dann unterkommst. Mhm. Haben Sie das dann auch so gemacht? Ja. Muss ich auch sagen, ich hatte damals Kfz-Mechaniker gelernt, ohne mich jemals für Autos besonders begeistert zu haben. Es war eben okay, haben wir so ein bisschen geschraubt dann. Ja, man muss das ja auch sehen, ich bin ja in einer sehr ländlichen Gegend groß geworden und das Angebot an verschiedenen Jobs war dann nicht allzu groß. Aber bis dahin haben Sie sozusagen das gemacht, was man von Ihnen erwartet hat, also auch Ihre Eltern von Ihnen erwartet haben. Ja, genau. Realschule, dann Kfz-Mechaniker. Wann kam denn dann der Bruch? Wann haben Sie denn gesagt, das passt einfach offensichtlich nicht zu mir? Also in der Ausbildung hatte ich dann gemerkt, okay, dass das alles nicht so wahr ist, was man mir immer von der Bildung vorgekaut hat, weil da konnte ich ja sehen, was ich in der Schule lerne, konnte ich ja direkt anwenden. Mhm. Dann wurde auch meine Motivation zu lernen eben größer und die Noten dementsprechend besser. Und der richtige Bruch kam dann eben, als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte und 2 Jahre in dem Beruf gearbeitet hatte. Ich konnte es mir einfach nicht mehr vorstellen, diesen Beruf bis an mein Lebensende auszuführen. Es war wirklich so, teilweise wirklich ein Widerwillen, morgens aufzustehen, dahin zu gehen und seine Arbeit zu verrichten. Aber genau das wurde von mir verlangt und die Sprüche, die man dann auch wirklich aus der Familie, oder die ich dann aus der Familie hörte, war, ja, es hilft nichts, arbeiten müssen wir alle. Wird halt geschafft. Genau. Mhm. Es ist eben, man muss es aber auch immer so sagen, meine Eltern wollten natürlich immer das Beste für mich. Und das Beste für mich ist eben ein gutes Einkommen oder ein geregeltes Einkommen und ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Das ist eben, was man so kennt und was eben die Sicherheit gibt. Was auch vertraut ist, ne? Was so, wo man sich, wie Sie sagen, wo man sich sicher fühlt. Ne? Den Lebensentwurf kennen wir einfach. Genau. Und ich merke das jetzt auch immer wieder, weil ich mich ja auch ehrenamtlich auf dem Gebiet engagiere. Und das sind Argumente, die kommen auch immer, oder Verhaltensmuster, die kommen auch immer häufiger vor, nicht immer häufiger, sondern auch sehr häufig vor. Mhm. Ja, dass viele Eltern eigentlich meinen, sie tun ihren Kindern einen Gefallen, wenn sie sagen, okay, die sind ja alle unerfahren und wir lenken die mal in diese Bahn, die wir kennen, wo sie dann mehr oder weniger sicher sind und ein geregeltes Einkommen haben und dann ist das schon mal eine Sorge weniger. Sie haben doch dann Abi nachgemacht, ne? Genau. Was haben Ihre Eltern denn dann dazu gesagt? Na, die konnten die Entscheidung erst einmal gar nicht nachvollziehen.
Also es war sowieso auch für mich relativ neu, dass es sowas wie den zweiten Bildungsweg überhaupt gibt. Also damals fühlte ich mich wirklich schlecht informiert. Das muss ich auch wirklich so sagen, woran das lag. Ob das, natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, das muss man in der Schule mehr thematisieren und so weiter, aber wird mittlerweile auch gemacht. Aber ich fühlte mich damals wirklich schlecht informiert, als ich diese Möglichkeit entdeckt hatte, dass ich noch die Chance habe, Abitur zu machen, war ich für diese Idee auch gleich Feuer und Flamme. Und meine Eltern sind natürlich damals aus allen Wolken gefallen. So nach dem Motto, was ist denn das jetzt für eine Phase? Ja. Was hat er jetzt für Flausen im Kopf? Ja, das war wirklich so, also hör doch mal mit der Spinnerei auf und das bringt doch alles nichts. Und dann natürlich die Killerfrage, was willst du denn später eigentlich machen? Ja, was willst du denn werden? Mhm. Ja, natürlich weiß man das nicht. Das wissen ja in dem Alter. Damals war ich 21, das wissen ja die wenigsten. Wieso gibt es denn diese Widerstände gegen... sagen wir mal, Kinder manchmal zumindest, man kann das auch nicht zur Regel machen, aber Sie sagen ja, es gibt häufig so eine Situation, die nicht den gleichen Weg ergreifen oder nicht den vorgesehenen. Ja, ein Faktor ist sicher einfach, dass man Angst hat, dass das Kind da auch was macht, was dann schief gehen könnte, dass er sich da in was reinreitet und dann später selber irgendwie scheitern könnte. Ja, und vielleicht irgendwo halt schon auch so das Gefühl, der geht da in so eine fremde Welt, die einem dann auch gar nicht ganz geheuer ist, wo man dann auch selber vielleicht sich zurückgesetzt fühlt. Auch vielleicht die Angst, das Kind zu verlieren, wenn er jetzt in höheren Kreisen unterwegs ist? Weiß nicht, so das müssen Sie beantworten. Ja, was meinen Sie? Wie erklären Sie sich das? Also höhere Kreise waren es, es war wirklich am Anfang meiner Zeit auf dem, in Bayern heißt es Berufsoberschule, in Baden-Württemberg Berufskolleg. Ich denke, es war eher so eine Mischung aus Enttäuschung, dass ich jetzt eben mein sicheres Leben aufgegeben habe und auch so ein bisschen Trotzreaktion. Und ich konnte dem damals eigentlich nur entgehen, dass ich dann auch nach ein paar Wochen gesagt habe, also so funktioniert das nicht mehr, ich muss jetzt ausziehen, das kann so nicht mehr weitergehen. Hatten Sie denn dann noch Kontakt oder war dann wirklich erstmal Funkstille? Wir hatten Kontakt, ja klar, zu meiner Mutter hatte ich stets immer ganz guten Kontakt. Mein Vater hat es dann eher ein bisschen zurückgefahren, sagen wir es so. Und wie waren dann die Reaktionen, als Sie dann auch noch angefangen haben zu studieren? Sehr zurückhaltend. Also, dass ich Abitur hatte, wurde zur Kenntnis genommen. Das gute Zeugnis. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, waren die Reaktionen zurückhaltend. Meine Mutter konnte das schlecht einordnen. Man muss dazu auch sagen, die musste... Die wusste ja gar nicht, was Physik ist, oder? Das ist ein Fach, das man normalerweise nicht versteht, oder? Es war eben sehr, wirklich für sie war es sehr schwierig, weil sie musste nach der 8. Klasse, war bei ihr die Schule aus. Meine Oma war damals noch Markt auf einem Bauernhof, das war eine ganz andere Welt. Und mein Vater war eher desinteressiert, man muss das auch so sagen. Und was ich mit dem Abschluss Physik machen wollte später, das war mir natürlich in erster Linie auch nicht klar. Aber ich hatte halt Freude gefunden an der Bildung, an dem Fach. Also während der Abiturzeit hatte ich auch an dem Fach sehr viel Freude gefunden. Und ich wollte das jetzt einfach erstmal machen. Ich wollte dieses Fach studieren und ich wollte mich in dieser Richtung weiterbilden. Hatten Sie denn immer das Selbstvertrauen oder mussten Sie auch irgendwelche Hürden zum Beispiel an der Uni noch überspringen, irgendwelche Widerstände meistern? Es ist dann natürlich schon so ein Sprung ins kalte Wasser, was man auch, also ich fühle mich da auch immer bestätigt, wenn ich jetzt mit Leuten rede, die jetzt als Erste ihrer Familie an der Uni sind. Es ist dann auch die Situation, dass man wirklich mit Menschen zusammenkommt, die ihre komplette Schulzeit nichts anderes hatten als Einsen, die vom Elternhaus die bestmögliche Unterstützung erfahren und für die das alles mehr oder weniger selbstverständlich ist und die das dann auch die eigene Situation nicht nachvollziehen können. Ja, für viele ist das zum Beispiel selbstverständlich, dass man mal eine Klausur schiebt, dass man mal sich ein Semester mehr Zeit lässt. Für mich war das immer mit enormem Stress verbunden, weil ich ja wusste, okay, ich hatte damals BAföG gekriegt. Es gibt eine Höchstfördermöglichkeit oder eine Höchstanzahl an Semestern, die gefördert wurden. Und man überlegt sich zweimal, ob man mal ein Urlaubssemester macht für ein Praktikum, was im Studium nicht vorgesehen ist. Oder ob man einfach eine Klausur schiebt, weil man mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden ist. Und klar, man zweifelt an sich selbst, war es doch die richtige Entscheidung. Und es ist, mittlerweile weiß ich, es ganz normal, auch mal eine Klausur so richtig schön in den Sand zu setzen, das gehört dazu. es ist aber dann wiederum was anderes, wenn man dann eben den Rückhalt in der Familie sucht, so ja, es lief jetzt nicht so gut, und dann kommt, haben wir ja gleich gesagt. Okay. Ich meine, Sie haben ja gelernt, mit diesen Widerständen umzugehen und sich trotzdem auch weiter
durchzusetzen, seinen Weg zu gehen. Ist das auch eine Schule, schon in der Kindheit, in der Jugend, für unsere Persönlichkeit mit Widerständen umzugehen? Das ist ja so die große Frage heutzutage, nicht, die immer wieder diskutiert wird. Gerade wir Menschen, die sich sehr viel Sorgen um ihre Kinder machen, die sich sehr bemühen, ihren Kindern nur das Beste zu tun, stellen wir unseren Kindern vielleicht zu wenig Widerstände entgegen, sozusagen? Ist es vielleicht manchmal so, dass man eben durch Widerstände lernen kann, mit Widerständen umzugehen? Und darauf deutet schon einiges in der Forschung hin, wobei es natürlich einen Mittelweg geben muss. Also sicher hätten Sie mit mehr Unterstützung Ihrer Eltern nicht einen weniger guten Weg gemacht. Aber andererseits ist eben auch die Frage, wenn man so alles aus dem Weg räumt, wo ich habe selber Kinder, ich neige selber dazu, sehr viel zu wollen, dass es denen möglichst gut geht natürlich, tut man denen dann wirklich was Gutes? Wo ist die Grenze, wo man die auch mal wirklich was selber schaffen lassen sollte? In gewisser Weise wollten Sie Ihre Eltern Sie ja auch vor Enttäuschungen schützen. Ja, vermutlich nicht. Das war ja auch wahrscheinlich ein Antrieb. Ja. Nun hört man von Bildungsaufsteigern auch oft, dass so ein Aufstieg gar nicht möglich ist oder in der Regel nicht möglich ist, ohne sich auch etwas vom Elternhaus zu entfremden. Würden Sie das auch so sehen? Es ist klar schwierig, den Spagat hinzukriegen. Aber gerade, was jetzt gerade eben sehr, sehr gut im Kommen oder sehr groß im Kommen ist, ist, dass man Wissenschaft auch einem breiteren Publikum vorstellt. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Schule, in der Familie darüber zu reden und das auch versuchen zu verständlich darzustellen. Dann gelingt das einfach. Aber es ist wirklich, wirklich ein Spagat. Ich kann ein sehr schönes Beispiel erzählen. Ich hatte in medizinische Physik promoviert. Mein Büro war dann natürlich an einem Klinikum. Und Teile meiner Familie dachten, ich würde in dem Klinikum im ersten Jahr erstmal Essen servieren, weil ich ja neu bin. Da musste ich erst erklären, was eigentlich meine Aufgabe ist als Medizinphysiker und dass ich mit dem eigentlichen Klinikbetrieb nicht so viel am Hut habe. Wir sollen an dieser Stelle auch mal sagen, Sie haben von dem Zertifikat gesprochen, Sie haben promoviert, Sie sind Doktor der Physik. Ich denke, auch das sollten wir hier nochmal. Ja. Sie arbeiten an der Uni, also Ihr Weg ist ja erfolgreich, hat auch zu was geführt. Wie sehen Ihre Eltern denn das eigene Verhalten jetzt im Rückblick? Das ist sehr schwierig, darüber zu reden. Mhm. Das ist, jetzt sind sie natürlich sehr stolz auf mich und zeigen mir das natürlich auch, dass sie jetzt sehr stolz sind. Aber über diese Zeit, bis dahin, haben wir bis jetzt eigentlich noch nicht gesprochen. Wenn Sie sagen, Sie haben in Ihrer Familie noch gar nicht richtig darüber geredet, über das, was war, und Sie sagen, Sie engagieren sich ehrenamtlich für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, was ist denn Ihr Tipp, was ist denn Ihr Rat für diejenigen, die in der gleichen Situation sind, die vielleicht Träume haben, die sich die Bildung wollen, aber die auch in einem Elternhaus sind, das da einfach skeptisch ist, aus guten, gemeinten Gründen, aber skeptisch ist? Das Allerwichtigste ist, zu sagen, okay, klar, es gibt Risiken, die Chancen, die man dadurch hat, sind aber weitaus größer. Und auch das Risiko, jetzt einen spezifischen Beruf zu erlernen, sagen meinetwegen irgendwie Schreiner und die Schreinerei, in der man dann arbeitet, macht zu und im Umkreis gibt es keine weiteren Schreinereien mehr. Das ist natürlich auch ein präsentes Risiko, was aber gerne ausgeblendet wird. Mhm. Also man muss da schon auch abwägen können und das wirklich durchargumentieren und auch dieses scheinbare Sicherheitsargument entkräften. Ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn macht, darüber nachzudenken, warum es nach wie vor so wenige Menschen gibt aus nicht akademischen Elternhäusern, die diesen Weg gehen. Und es ist einfach gut, dass sie hier sind, ihren Weg zeigen. Es wird nicht der einzige sein. Es gibt auch noch ganz andere, aber dass man sieht, es kann funktionieren. Danke dafür. Herr Schmitz, Sie haben auch erlebt, was es heißt, gegen Widerstände zu kämpfen. Sie waren viele Jahre versteckt mit Ihrer Homosexualität. Sie waren aber letzte Woche zu Gast im Bundestag. Dort wurde ein Gesetz beschlossen zur Rehabilitierung der Homosexuellen. Wie war das für Sie, dort zu sein? Wie war dieser Moment? Absolut aufregend, die ganze Atmosphäre natürlich im Bundestag. Und wir wurden speziell begrüßt als Zeitzeugen aus der damaligen Zeit. Und das ganze Gremium dreht sich um und applaudiert uns. Das war also wahnsinnig erhebend.
Und es ist ja eine Genugtuung jetzt für uns, die wir doch einige Jahre dafür gekämpft haben, dass diese Urteile aufgehoben werden, dass die Menschen, die demnach verurteilt wurden, nach dem Paragraph 175 rehabilitiert werden und eventuell, beziehungsweise das ist beschlossene Sache inzwischen, eine Entschädigung, eine finanzielle Entschädigung im Rahmen von 3.000 bis 4.000 Euro bekommen. Und das hat unwahrscheinlich uns aufgeregt und mich gefreut. Ich finde gar keine Worte an Genugtuung dafür, was das bedeutet hat. Damit, ich konnte dafür kämpfen. Damit wir das, was Sie gesagt haben, und damit wir Sie und Ihr Leben richtig verstehen, müssen wir uns Folgendes noch mal vergegenwärtigen. Ein dunkles Kapitel der deutschen Rechtsgeschichte. Der Paragraph 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Eine Bestimmung aus dem Kaiserreich, von den Nazis verschärft und von der Bundesrepublik übernommen. Zehntausende homosexuelle Männer wurden verfolgt und verurteilt. Anfang der 70er Jahre zwar reformiert, doch erst 1994 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Nach über einem Jahrhundert der Verfolgung sollen die Betroffenen jetzt endlich rehabilitiert und entschädigt werden. Man muss sich das vorstellen, Sie wurden 1962 ins Gefängnis gesteckt, ja, weil Sie homosexuell waren. Ja. Wie sehr hat Sie das geprägt, diese kurze Zeit, die Sie da verlebt haben? Es hat den ganzen Weg geändert eigentlich, den ich vielleicht hätte machen können oder machen wollen. Weil ich wurde verurteilt zu einem halben Jahr Jugendarrest wegen Unzucht mit Männern in einigen Fällen. Und ich hatte gerade eine Lehre begonnen und der Richter war wohl nachsichtig und sagt, damit du die Lehrstelle nicht verlierst, setze ich dir dieses halbe Jahr auf 2 Jahre Bewährung aus. Dann bist du frei. Aber in den 2 Jahren darfst du natürlich keinen Mann anschauen oder gar nicht auffallen durch solche Dinge. Wenn man das hört, und wir kommen da ja noch mal ausführlich dazu, wenn Sie das hören, ich glaube, Sie sind Jahrgang 86. 86. Jemand geht ins Gefängnis dafür, dass er homosexuell ist. Kommt Ihnen das vor, als wäre das schon nicht mehr wahr? Es ist so weit weg, ja. Also ich wusste davon nichts. Ich glaube, das ist meine Generation. Wir leben mittlerweile in einem sehr, sehr toleranten Land, glaube ich. Ja. Und das ist unglaublich. Auf der anderen Seite, Sie sind Sportler. Ja. Warum gibt es immer noch keinen homosexuellen Bundesliga-Fußballer, der noch aktiv ist oder Nationalspieler, der wie selbstverständlich rausgehen kann und ja, dazu stehen kann? Das machen die wenigsten. Und, keiner? Eigentlich keiner, außer Bund, gerade Fußball, wo die Medienwelt einfach drauf guckt. Ja. Da traut man sich das einfach gar nicht, weil das immer noch irgendwie in den Köpfen als was Falsches wahrgenommen wird. Genau. Und ich denke gerade im Kölner Raum mit dem CSD und so, es gibt Städte, die sind weiter. Ja? Und da wird das auch toleriert und es ist auch wirklich was ganz, ganz Normales. Und viele versperren sich. Und deshalb haben auch viele Sportler oder generell viele heute noch Angst zu sagen, hey, ich bin homosexuell. Und das verstehe ich. Also Thomas Hitzlsperger ist rausgegangen, ja. Nationalspieler immerhin, aber nach seiner aktiven Karriere. Mhm. Welche Widerstände sind da noch am Werk? Ja, es sind zweifellos auch reale Ängste von gewissen Gruppen, die es nach wie vor gibt in der Bevölkerung, halt dann in irgendeiner Form abgelehnt zu werden. Auch wahrscheinlich so eine gewisse Angst, dann mehr dadurch wahrgenommen zu werden als durch die sportliche Leistung. Ich glaube, wir haben ganz große Schritte gemacht als Gesellschaft, aber es ist noch, glaube ich, keineswegs so, dass das in allen Köpfen gleichermaßen angekommen ist, dass dass es eigentlich gar kein Thema sein sollte. Nicht? Wahrscheinlich sollte es gar kein großes Thema sein, wo man irgendwie herauskommen muss damit, sondern das könnte einfach Normalität sein. Also mit dem Thema durch sind wir bestimmt noch nicht. Wir können auch noch über Kirche und Homosexualität lange reden. Aber deswegen, vor diesem Hintergrund, möchten wir Sie ja noch mal einfach näher kennenlernen. Ja? In welchem Alter waren Sie denn, als Sie gemerkt haben, dass Sie schwul sind? Ach so, ich möchte gerne zu dieser Gefängnisgeschichte, weil Sie sagen, im Gefängnis gesteckt, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich war auf 2 Jahre Bewährung verurteilt und war frei. Mhm. Und dann kam der Richter mit der Strafe und sagt, damit du aber Strafe spürst, gehst du 3 Wochenenden in diese Jugendstrafanstalt, die in der Nähe der Schweizer Grenze, 3 Wochenenden von Samstagmittag bis Montag früh in die
in das Gefängnis. Und das ist die Zeit, die ich also im Gefängnis erlebt habe. Das sind nur 3 Wochenenden, aber es war genug. Was haben Sie da erlebt? Ganz fürchterlicher Empfang. Da kommt der Sittenstrolch aus Freiburg, diese Schweine und so weiter. Den müssen wir einzeln einsperren, damit er die anderen Jungs nicht verführt. Und ab in die Zelle alleine und zu nichts. Samstagmittag bis Montag früh. Bett durftest du in der Abendsrunde klappen. Ich durfte meine Kleider anbehalten. Es war nichts. Ich saß da und stierte diese vielen Stunden an die Wand. Nebendran war ein Kirchturm, der viertelstündlich die Zeit schlug. Das habe ich also in den ersten Wochenende als reine Folter empfunden. Wenn du nur wartest, wann kommt der nächste Schlag? Blenden wir noch mal zurück. Wie war das? Wie alt waren Sie, als Sie gemerkt haben, dass es Sie zu jung einfach zieht? Ah, ob ich das gemerkt habe, wobei die zweite Frage. Ich war sehr, sehr jung. Ich war 6, 7 Jahre alt und war in einem österreichischen Dorf an einem Bergsee aufgewachsen. Und wir waren den ganzen Sommer im Wasser. Und ich erinnere mich, da war eben wir tobten rum wie die Verrückten. Und ein großer, älterer Junge, 14, 15 Jahre, keine Ahnung mehr, kräftiger, war ein Nachbarsjunge, der nahm uns klein, ich war ein bisschen schmächtig, nahm uns und schmiss uns immer im Wasser weg. Und in dem Moment spürte ich irgendwie diese Gier nach Berührung, diese starken Arme, dieser Hautkontakt, ich habe mich immer an ihn rangegangen, nimm mich noch mal, schmeiß mich noch mal. Und ich glaube, später habe ich darüber nachgedacht, dass das der Beginn des Erkennens war, aber ich wusste ja überhaupt nichts. Ich wusste ja nicht, was das Kannten Sie das Wort überhaupt? Nein, um Gottes Willen, damals war es 7 Jahre. Nein, um Gottes Willen, nein. Das dauerte dann bis in die Zeit, als ich dann ins Gymnasium kam. 11, 12 Jahre, da fängt ja der ganze Zirkus an mit den Jungs untereinander und so weiter. Und da fing das an, dass ich merkte, dass ich eigentlich also wirklich mit meinen Schulkollegen gerne Kontakt habe. Sexuellen Kontakt, der ja noch gar nicht richtig, da war ja noch gar nicht viel. Und viele haben ja in der Entwicklungsphase die Lust, es miteinander auszubringen. Und ich merkte dann, bei denen hörte das nach 1, 2 Mal auf. Und ich habe aber nicht nachgelassen. Bei mir ist das geblieben. Wie wurde denn und somit habe ich das wohl erkennen müssen. Aber ich wusste nicht, was es ist. Wie wurde denn damals dann darüber geredet? Sie wussten nicht, was es ist. Hatten Sie denn trotzdem dann irgendwann das Gefühl, das ist irgendwas Unrechtes? Oder? Das war mir klar, dass es was Unrechtes ist. Wodurch? Es war mir noch nicht klar, dass es so schweinisch ist, wie ich es dann später vorgeredet bekam. Einfach, das ist verboten. Das darf keiner sehen. Und das habe ich gehabt, aber ich wusste ja nicht, was das ist, richtig gehen. Denn es gab nicht einen einzigen Menschen, der mir nur einen Satz oder irgendwas erklärt hätte. Keinen, dem sich anvertrauen konnte. Niemand. Ich hatte keine Vertrauensperson, ich hatte keinen Vater, der war im Krieg vermisst. Und ich hatte diese schwierige Mutter, die das also in höchstem Maße abgelehnt hat und mir daraus eben dann auch einen Strick gedreht hat. Wie hat sie das denn rausgekriegt oder wann hat sie davon erfahren? Ja, ich wurde dann also nach der Schule, 16, 17 musste ich dann in die Lehre, weil ich ein sehr schlechter Schüler wurde, das hat wohl alles damit zu tun, hat sie mich von der Schule genommen und eine Lehre begonnen. Und da habe ich schon eher mal einen Älteren kennengelernt und getroffen. Ich war ein sehr hübscher Junge und da kamen dann schon so mal über 20-Jährige, die vielleicht nicht kennengelernt habe auf der Straße oder was weiß ich. Und da gingen so Kontakte schon stärker los, obwohl ich immer noch nicht das Wort homosexuell kannte. Und und ich hatte zu Hause 2 große Hunde, mit denen ich jeden Abend pünktlich spazieren, sprich auf die Hundewiese gegangen bin, in den Wald. Und da habe ich mir öfters diese jungen Freunde hinbestellt. Du, ich gehe am Abend um 6 Uhr immer mit meinen Hunden, da können wir dann nicht unbedingt was treiben, aber das könnten wir uns sehen, denn die Lust war ja da, sich zu sehen. Und das hat wohl meine Mutter gesehen, dass da vorne an der Ecke vielleicht ein Junge auf mich wartet. Und da kam sie dann so dahinter, wurde wahrscheinlich auch mal angesprochen. Sie hat irgendwann mal gesagt, ja, man hat dich gesehen, ich weiß nicht was, wann. Wir haben niemals darüber geredet. Sie hat mich nur mit Verachtung und mit nicht zur Kenntnis nehmen bestraft. Also richtig gehende psychisch misshandelt. Und sie hat auch irgendwann ans Jugendamt geschrieben. Ich war ja damals also minderjährig und da hat sie in ihrer Verzweiflung, weil ich hatte gerade diese Lehrstelle begonnen und sie hatte Angst, es könnte was rauskommen, hat sie ans Jugendamt geschrieben, denn ich war ja noch minderjährig, erst ab 21 wurdest du volljährig, hat sie ans Jugendamt geschrieben,
ich werde mit der Erziehung des Jungen nicht mehr fertig. Er ist in schlechter Gesellschaft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Können Sie mir helfen? War das? Er hat um Hilfe gebeten. Also um Hilfe oder war das schon so eine Bitte um staatliche Züchtigung? Nein. Es war eine reine Unwissenheit ihrerseits und es war ein Hilferuf. Vielleicht kann dort dieser Vormund mich zur Raison bringen oder irgendwie was in die Wege leiten, damit ich nicht stärker abgleite. Wahrscheinlich, ich habe nie in der Zeit mit meiner Mutter darüber geredet, außer Beschimpfungen ihrerseits, dass ich eine Schweinereien machen würde, habe ich nie eine Ansprache in dieser Richtung von meiner Mutter gehabt oder von meinem Bruder, von niemandem. Was hat das denn dann in Gang gesetzt? Das war ja dann offiziell, da ja irgendwann stand... Ja, öffentlich war es nicht, es war nur in meiner Familie. Mhm. Sonst war das strengst geheim. Strengst geheim. Aber jetzt kommt parallel, ich muss wohl zweischneidig gewesen sein, ich hatte eine junge Freundin, eine Nachbarsmädchen, mit der ich sehr gut befreundet war und wir haben uns schrecklich geliebt, wie das so ist in der Jugendliebe, 14, 15, 16. Und die wollte unbedingt mich. Also ich war wohl außergewöhnlich. Ich war ein bisschen anders drum als andere Jungs, weil ich feinsinniger war. Diese Menschen sind ja etwas feinsinniger. Und wir haben so eine intensive Freundschaft gehabt, die sich auch sehr früh zu einer sexuellen Beziehung entwickelt hat. Viel zu früh. Und das hat mir irgendwie doch immer die Richtung gewiesen. Ich liebe das Mädchen. Mhm. Aber die Lust war doch immer da, dass ich auch Jungs möchte. Und so hat das sich entwickelt, dass, ich habe sie belogen. Ich habe sie ganze Jahre lang belogen. Also Sie haben da ein Doppelleben geführt? Ein richtiges Doppelleben, ja. Und eines Tages stand dann die Polizei bei Ihnen vor der Tür. Warum? Wie kam es dann dazu? Aufgrund dieser Bitte meiner Mutter. Mhm. Was da passiert ist oder wer da wen noch gefragt, die müssen ja mit meiner Mutter geredet haben, ich habe nicht einen Satz gesagt bekommen. Steht die Kriminalpolizei vor der Türe, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Beamten, wir sind von der Abteilung Sitte der Kriminalpolizei, bitte mitkommen. Und ich war 17 Jahre alt, also dumm wie sonst was und angstvoll, ich hatte nur noch Angst. Ich habe mich nie gewehrt, ich habe immer nur gezittert vor Angst, hoffentlich kommt nichts raus. Und war dann schon erschüttert, dass meine Mutter es also wirklich wusste. Aber die hat mir nur ihre Verachtung gezeigt und ihre Ablehnung. Und mitgekommen in diese Kriminalkommissariat mit dem vollen Programm, Fingerabdrücke, Fotografieren von allen Seiten. Und natürlich immer diese Verachtung, du bist ein Sittenstrolch. Ich meine, die haben das nicht zu mir gesagt, das haben die später im Gefängnis zu mir gesagt. Aber die haben das gedacht. Das sind diese ganz üblen Kriminellen. Und das haben wir mir deutlich gezeigt. Und dann gingen die Verhöre los. Sehr erpresserisch und deutlich. Was heißt erpresserisch? Ich habe ja die Lehrstelle gerade angefangen. Und das haben die genutzt. Dann haben wir gesagt, du hast doch die neue Stelle, die Lehrstelle. Wenn du jetzt das nicht sagst oder so, dann könnten wir deinen Chef, deinen Lehrherrn informieren. Und dann verlierst du diese Stelle. Und davor hatte ich Angst. Und ich habe sowieso mein ganzes Leben nur mit Angst zugebracht damals. Und dann habe ich da ein paar Dinge zugegeben, kleine, pubertäre, jugendliche, sexuelle Spielchen, nichts groß Dramatisches. Das habe ich dann zugegeben und daraus entstand dann die Anklage bei der Staatsanwaltschaft. Und man muss sich das vorstellen, wenn Sie das schon so beschreiben, die gibt es ja auch noch im Wortlaut. Sie umfasste damals 4 sogenannte Einzeltaten, wovon die erste wörtlich hieß, das lese ich jetzt mal vor, der Genannte wird beschuldigt, an einem nicht mehr feststellbaren Tag im Kino gewesen zu sein. Ein neben ihm sitzender Mann habe ihn in wollüstiger Absicht über den Oberschenkel gestrichen, worauf er dies erwidert habe. Ja. Also das ist heute unvorstellbar. Das war die Anklage. Ja, das war eine Anklage, einer der Punkte, ja. Das Interessante, das will ich an dieser Stelle mal offenlegen, wir treffen uns immer kurz vor den Nachtcafés, reden nicht über das Thema und da haben Sie gesagt, naja, also, dass ich überhaupt hier bin mit dieser Schmuddelgeschichte, wie sehr steckt Ihnen, bei Ihnen selbst denn dieses Bild noch drin? Ja, es ist immer noch da, obwohl ich mich vollkommen jetzt geändert habe und heute offen für diese Bewegung und eben für die Rehabilitierung offen kämpfe, also richtig gehend mit offenem Visier. Mhm. Ich bin kämpferisch geworden, mein Duckmäusertum von damals ist völlig vorbei. Deswegen, also ich,
ich stehe heute, ich habe immer gesagt, ich bin eine Kampflesbe. So wie eine Kampflesbe gehe ich da in den Kampf und kämpfe dafür, für die Erkenntnis. Oder wenn ich in einer Gesellschaft sitze und es kommt auf dieses Thema und du merkst schon, es wird spannend, dann sage ich, Moment, ich bin homosexuell, ich kann es euch erklären. Ich habe überhaupt keine Hemmungen mehr. Ihr Leben ging ja dann weiter und Sie hatten eine Freundin außerhalb. Wie stark war denn da der Druck vom Umfeld, jetzt auch Nägel mit Köpfen zu machen, also auch mal zu heiraten, ja, und diesen Weg zu gehen? Ich meine, es war nicht Druck in dem Sinn, sondern seitens meiner Mutter vor allen Dingen, ach, das wäre doch schön, ihr seid so ein tolles Paar und auch meine Pflegeeltern, ihr seid so ein schönes, junges Paar und so glücklich und so nett, wollt ihr nicht verloben, ihr könntet doch zusammen heiraten. Und zwar dann, sie war 18, da haben wir uns verlobt, ich war 20 und ja, das zog sich dann hin. Mit 20, sie 20 und ich 22 haben wir dann geheiratet. Und wir waren ein glückliches, junges Paar, weil es kam auch sofort das erste Kind. Und meine Mutter hat uns extra eine Wohnung eingerichtet im Haus. Da hat sie das gefördert, weil damals hieß es ja auch, ach, mit einer Frau könnte ja sowas weggehen. Das haben diese Generationen noch gedacht. Und das ist natürlich hirnverbrannt. War das denn Ihre Hoffnung in Anführungsstrichen auch? Ja, damals, ja, habe ich gedacht, vielleicht, da ich 2 Jahre so intensiv mich auf diese Freundin konzentriert habe, auf die Verlobte, vielleicht geht das wirklich. Also ich war so naiv. Frau Glück. Ja, das steckt ja ganz stark in der Geschichte drin. Auch der Richter, der sie da ins Gefängnis gesteckt hat, hat ja wahrscheinlich gedacht, da lernen sie dann, dass das falsch ist und sie können dann halt einfach sozusagen damit aufhören. Dass er so gedacht hat, ja. Das war ja schon lange Zeit so eine Idee, dass das wirklich eben etwas mit ist, eine Art von Unrecht, von Verbrechen ist, dass man einfach beschließen kann, nicht mehr zu begehen. Und da, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir heute wissen, das ist biologisch, wie Sie sagen, das ist normal, das ist angeboren. Eine sehr glückliche Ehe dann. Naja, so wie jahrelang. Mit den Linkshändern. Ja, genau, die wurden auch umgelernt. Das hat auch meistens nicht so gut funktioniert. Überhaupt nicht. Ja. Wie Sie sagen, es war jahrelang eine glückliche Ehe. Eine glückliche Ehe, genau. Dann kam auch das zweite Kind, das 5 Jahre, 6 Jahre. Alles nach außen scheinbar glücklich. Und ich habe mich auch wohl gefühlt. Wirklich viele Jahre, mit 22 Jahren, bis es dann so 30 wurde. Dann wurde der Druck nach dem eigenen Geschlecht so stark, dass ich es fast nicht mehr aushielt. Die Ehe ging immer weiter runter, es wurde die ganze eheliche Geschichte ging fast kaputt und die Frau hat furchtbar gelitten. Aber ich wollte natürlich auch den Schein erwahren und habe in der Zeit immer nur heimlich irgendwelche schnellen sexuellen Erlebnisse alleine irgendwo im Finstern, wie das so damals üblich war, gesucht und da meine schnelle Befriedigung geholt, aber nicht desto trotz immer wieder zu Hause, also in Familie gewesen, weil ich eine hohe Verantwortungsbewusstsein der Familie und der Frau vor allen Dingen gegenüber hatte und ein schlechtes Gewissen. Ich habe mein ganzes Leben mit schlechtem Gewissen meiner Frau, die ich vergöttere irgendwie, obwohl wir jetzt lang geschieden sind, eine wunderbare Frau eigentlich gewesen ist. Aber als ich dann so 30 war, war es fast nicht mehr zu machen. Das haben wir dann noch 5 Jahre hingezogen. Habe alles versucht, psychologische Beratung, offene Ehe, was alles ein Unsinn ist. Und bis dann endlich meine Frau einen Partner gefunden hatte und wo sie ihr die Kraft gab, jetzt könnte ich mich von dir trennen, weil sie hatte immer Angst, alleine zu sein. Jetzt kann ich mich von dir trennen. Und da bin ich dann gegangen und 2 Jahre später waren wir dann geschieden. Und ich habe mein ganzes Leben mich aber um die Familie immer fest gekümmert und um die Kinder vor allen Dingen. Ich habe 2 wunderbare Töchter, heute erfolgreiche Geschäftsfrauen. Also das ist alles ganz wunderbar. Also Sie sagen, Sie haben ein schlechtes Gewissen. Sie haben schon auch Verständnis dafür, weil die Frau hat den Mann gesehen, der sie als Frau liebt. Und dann auf einmal zu spüren, das ist nicht so, das kann man auch verstehen. Ich habe ein Verbrechen an ihr gegangen und jeder Homosexuelle, der eine Frau heiratet, begeht dieses Verbrechen. Und das ist furchtbar, was man der Frau antut. Wenn ich das erzählen könnte, was sie gelitten hat und was da passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das weißt du ja nicht als junger Mensch. Bist ja eben, vielleicht geht's mit ihr weg. Wann hatten Sie denn Ihr Coming-out? Ah ja, stimmt. Es war also nur heimlich in der Familie. Und ich habe immer Nein gesagt. Ich doch nicht, ich habe Kinder, ich war verheiratet, das gibt's bei mir nicht. Und mit 40 habe ich dann meine Arbeit, eine sehr schöne Arbeitsstelle gehabt, verloren und hing in der Luft und fing in einer Kneipe zum Jobben an, wie das so abläuft, zum Jobben an. Eine einfache Studentenkneipe, Bartheke. Und da habe ich wohl wie eine Bombe eingeschlagen. Da kamen plötzlich die Gäste und der Heinz ist unterhaltend und was weiß ich alles. Und da kam die erste direkte Frage ins Gesicht an der Theke, während ich am Bierzapfen war. Sag mal, alle sagen, du bist andersrum, du bist schwul. Stimmt das?
Und da kam bei mir der Schalter und hat gesagt, jawohl, das ist so. Und wenn ihr in mein Bett wollt, dann müsst ihr es nur sagen. So habe ich reagiert. Verrückt sich immer noch nach Befreiung an. Ja. Verrückt. Wenn Sie jetzt zurückgucken, haben Sie das Gefühl, dass Sie was verpasst haben? Ja, kann ich ganz deutlich unterstreichen. Mir fehlt, ich bin sogar so anmaßend und sage, mir fehlt ein halbes Leben. Ich habe ein Leben lang mir den Mann gewünscht, die Homosexualität leben wollen. Ich habe sie nicht gelebt. Ich habe eine einzige kurze Beziehung gehabt, einen Freund nach meiner Ehe. Die ganzen Jahre, bin also seit weiß Gott wie viele Jahren geschieden, bin ich alleine und habe außer One-Night-Stands oder sowas nichts gehabt. Ich habe nicht, ich bewundere die, die verheiratet sind. Für mich ist Westerwelle mein großes Vorbild. Sag ich immer, mein Gott, ihr konntet heiraten und ihr könnt heiraten. Ich bin noch im Gefängnis gesessen. Das ist für mich im Körper, im Kopf so drin, dass ich sage, mir fehlen 50% an Lebensqualität. Und heute bin ich allein, heute bin ich alt. Jetzt sind Sie öffentlich rehabilitiert. Ja. Sie haben Selbstbewusstsein, Sie wirken auch befreit in gewisser Hinsicht. Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie jetzt so nach außen gehen? Ja, das war das große Drama. Als ich das erste Zeitungsinterview in unserer Stadt gegeben habe, als die kamen plötzlich, als dieses Thema aufkam, zu dieser Rehabilitierung. Plötzlich, aha, da ist einer, der ist Zeitzeuge. Sie haben Zeitzeugen gesucht. Mhm. Und da kam die Presse schon. Und ich gebe ein Interview für eine Zeitung und habe den offiziellen Namen genannt. Und das hat meine Familie, vor allem meine Frau, dermaßen verletzt, als sie danach, nach der Sonntagszeitung, sie bekamen unangenehme Anrufe, meine Töchter und meine Ex-Frau. Mhm. Ich weiß nicht, was für Anrufe, wir haben nichts darüber gesprochen, mir wurde nichts erklärt. Es kam nur die Reaktion, dieses Interview in der Zeitung und das, was wir an Anrufen hatten, für uns bist du erledigt. Wir wollen keinen Kontakt mehr. Also zumindest die Frau, die Töchter haben es noch einigermaßen durchgezogen. Und das läuft jetzt seit über 2 Jahren. Aber jetzt, gerade jetzt, kommen leichte Annäherungen. Also meine Frau meldet sich wieder bei mir. Ich bin sehr glücklich, dass wir da vielleicht doch wieder zusammenkommen. Meine Töchter, naja, reserviert, aber sie haben sowieso immer noch mit mir geredet. Ich kann nur hoffen, dass aus dieser Annäherung noch wieder ein intensiveres Verhältnis wird, denn Sie haben ja schließlich viele Jahre des Lebens zusammen verbracht. Ja, eben. Und ich schätze die Frau wie keinen anderen Menschen. Das hat sie jetzt wahrscheinlich auch gehört. Ich hoffe es. Nun sehen wir ja, wir alle hier haben ja unterschiedliche Geschichten. Sorgt das auch dafür, dass wir auf Widerstände alle anders reagieren? Das denke ich schon, natürlich. Mhm. Nicht? Menschen reagieren unterschiedlich auf Widerstände. Die Widerstände sind unterschiedlich. Sie hatten eine ganz andere Art von Widerständen, die auch ganz stark ja sie selbst und ihr eigenes Denken über sie selbst beeinflusst haben. Das ist ganz was anderes, als wenn man weiß, man kann aus vollem Herzen für etwas kämpfen, was auch gesellschaftlich positiv gesehen wird. Nicht? Die Widerstände sind verschieden und unsere Art zu reagieren ist ganz verschieden. Ich fand auch schön Ihre Geschichte, dass Sie jetzt eben nicht so von Anfang an das Ziel hatten, ich will Physiker werden, sondern dass Sie dann erst gemerkt haben, Sie wollen Physiker werden, dass Sie sich so schrittweise durchgekämpft haben. Also ich denke, gerade die Vielfältigkeit unterschiedlicher Arten auch mit Widerständen umzugehen und unterschiedliche Erfahrungen mit Widerständen zeigt, es gibt da was Gemeinsames, aber es gibt auch große Unterschiede. Können wir denn lernen, mit diesen Widerständen gut umzugehen? Sie nicken? Das muss wohl jeder lernen. Die Frage ist, wie kann man das gut lernen? Ja. Und natürlich muss man auch wissen, wofür einen selber die Grenzen sind. Also wo auch Widerstände sind, die man nicht überwinden möchte oder überwinden kann oder vielleicht später überwinden kann und zu irgendeinem Zeitpunkt noch nicht. Aber eben was man bei allen Geschichten, glaube ich, irgendwo gespürt hat, ist so, dass sie alle gespürt haben, sie selber wollen das. Das ist wirklich etwas, was von innen kommt, was ich will, was nicht das Umfeld will, sondern was ich will und was sich dann auch irgendwann durchsetzt. Und wenn Sie nochmal auf das Ganze gucken, Sie haben am Anfang gesagt, es gibt Menschen, die zu viel kämpfen, es gibt Menschen, die zu wenig kämpfen. Gibt es denn sowas wie eine gesunde Mitte? Zweifellos. Also die gesunde Mitte, und die muss eben jeder für sich finden, die kann auch unterschiedlich liegen. Es gibt auch Menschen, denen es relativ egal ist, was die anderen von ihnen denken, und es gibt Menschen, denen das sehr wichtig ist. Da hat man schon mal ganz andere Grenzen dessen, was man eigentlich selber wirklich will. Und die Entwicklungspsychologie sagt, es ist eigentlich so ein lebenslanger Prozess zu finden, wer man überhaupt wirklich ist und wer man sein will. Natürlich kann man von klein auf Kinder darin unterstützen, sich
selber zu wissen, was sie selber wirklich wollen, was ihre intrinsischen eigenen Ziele sind. Aber letztlich ist das ein Weg, den jeder gehen muss. Und wenn man gar keine Widerstände auf diesem Weg hat, dann lernt man das halt auch nicht so gut. Gegen alle Widerstände. Vielen Dank an unsere Gäste heute. Dankeschön von uns. Wir sehen uns wieder in einer Woche, passend zur Grillsaison, mit dem Titel Der liebe Nachbar, Freund oder Feind, jetzt die Spätschicht mit Matthias Richling, mit Alphonse. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.